So ein bisschen zickzack laufen, damit wir hier an diesem Hang, wenn das überhaupt schon der richtige Hang ist, Eingang wieder zu finden. Das ist hier leider immer so eine Sache. Diesen Eingängen. Da ist das Wässerche. So, ist nämlich immer so ein bisschen spärlich beleuchtet, das Ganze, und da findet man dann nicht, wo man hin muss. So. Tja. Da klappt es noch nicht ganz mit der Folge 150 wieder bei Hogwarts sein, aber hier haben wir gerade mal wieder einen Blick drauf geworfen. Ich habe halt auch einfach zu viel Zeit vertrödelt in der Zwischenzeit. Mit diversen anderen Dingen, aber ist ja, wie ich das ja sagte, bereits, ach, hier geht's ja schon um die Ecke. Das ist ja der Key. Ich will halt nicht permanent immer das Gleiche machen, das ist ja öde, gerade wenn dann so an Tagen wie diese. Da werde ich gerade müde. Wenn ich dann hier auch noch irgendwie ein bisschen wortkackt werde, am Anfang noch richtig so voller Enthusiasmus und ja, und das ist neu und das ist neu. Und als das dann weg war, erzählen, da kann ich nicht blöde. Reden ist mir zu anstrengend. Ja, doof. Da. Das will man machen. So. Was halt auch dazu kommt, ist, dass das auch mich ein wenig anstrengt, dieses permanente immer das Gleiche machen. Deswegen halt ich dann auch die Aufnahmen immer nicht so lange durch. Deswegen neige ich auch jetzt schon wieder zu einer Aufnahmepause. Das hat aber diesmal auch andere Gründe. Das liegt jetzt nicht einzig daran, dass ich mir denke, anstrengend, keine Lust mehr. Ist heute, muss ich sagen, gestehen, auch ein zeitliches Problem. Dieses Mal. Muss nämlich jetzt dringend mal was essen. Dann muss ich langsam bald mal das Wölkchen kontaktieren, weil wir nämlich, ich glaube, ich schon erwähnte, dringend Beasts of Prey weitermachen müssen, damit wir da zu Rande kommen. Und wenn wir da ein bisschen Vorrat hinkriegen, dann wäre das gut, weil spätestens um 8 Uhr sollten wir fertig sein, weil wir nämlich dann auf die AIDA springen müssen. Ja. Und wenn es nach mir geht, oder wenn es nach mir ginge, würden wir danach noch eine Runde Zombies schnetzeln. Zwar vielleicht keine 7 Days to Die Zombies, sondern Left 4 Dead Zombies. Wenn die Kollegen nämlich in Zukunft verhindert sind, hätte ich da doch ganz gerne meinen Vorrat gesichert. Komm, das Paket jetzt mal hier dabei. Vielleicht nicht schön. Jetzt nicht ganz so falsch. Verwirrt. So. Da trällert mich die Mucke an. Alter, was ist hier? Ach, es ist ja auch schon wieder Nacht draußen. Gut, wenn Nacht draußen ist, dann werde ich die Strecke jetzt fertig laufen bis nach Hause. Ja, immer noch. Ich hätte so gerne. Ich hätte so gerne noch Vergleise. Ich kann jetzt eigentlich die letzten paar Minuten, die ich noch habe, während diese Folge noch läuft, noch ein paar wichtige Dinge erledigen. Diese da wären. Sowieso schon mal ein bisschen gucken, wie sieht das aus mit Redstone, mit dem Gold bezüglich Beschleunigungsschienen, denn diese werden wir
in den Minen nicht finden. Selbst wenn wir Gleise finden in den Minen, das werden wir nicht finden. Ja, und jetzt für hier. Nö. Und vielleicht auch nochmal gucken, dass wir dann morgen früh ein paar Schafe scheren und noch ein paar Schilder machen. Die habe ich auch übrigens immer noch nicht bearbeitet. Wie sieht's denn aus hier? Eisen haben wir ein bisschen was, Redstone können wir uns eigentlich schon schmeißen mit. Das ist schön. So, da vorne geht schon wieder die Party auf meinem Land. Das kann ich jetzt hier nicht leiden. Das sollten die Kollegen wissen, dass mich das belastet. Das Scheiße! Vor allem das belastet mich. Warum ist der denn gerade nicht gelaufen? Der ist einfach nicht gelaufen. Der ist nicht gelaufen, du blöde Spinne, du bist schuld. Fuck. Fuck. Wo kam der denn her? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich fertig machen? Alter. Ihr Pisser. Ihr Blöden. Fischer. Ach Gott. Creeper-Klage. Mann, Mann. So. Schon weiß ich, was wir in dieser Folge mal machen können. Wir nehmen uns ein paar Stacks Erde und reparieren die Landschaft. Toll. Wirklich toll. Mann. Mann, Mann. Verdammte Brut. Gott, das hat. Das hat jetzt gedamaged, ey. Na, verdammt. Danke, jetzt bin ich wach. Freue ich mich. Blöde Pisser, die ihr seid. Nehmen wir mal ein bisschen Erde mit. Ist ja auch mal für was gut. Zur Erde. Die wir da sammeln die ganze Zeit. Hallo, mein Name ist Indiana Jones. Ich verkaufe diese schönen Lederjacken. Pisser! Ich hab schon mal Pisser gesagt. Ach ja. Alles für den Spaß. Vielleicht nicht zwingend jetzt original so, aber kann man mal so stehen lassen. Verdammter Acker. Ja, guck mal da. Knuffi ist groß geworden. Hallo, Flicky. Hallo, Blecki. Schon wieder so ein Kack-Zombie bei mir in der Bude. So. Ich brauche eine Schere, bitteschön. Na, die muss ich gleich wieder wegräumen. Ist ja, komm. Und ich werde jetzt auch unten mal aus dem Dingensgedönse da drüben, glaube mich zu erinnern, hier lecker Essen durchgebrannt zu haben. Natürlich habe ich das getan. Ich bin ja ein schlauer jener welcher. So. Hallo Freunde. Ich muss mal an eure Wolle, wenn es genehm wäre. Wo ist denn Grenzi? Da ist Grenzi. Hallo Grenzi.
So, das war dann auch schon alles. Was machst du hier draußen? Möglicherweise gleich noch ein bisschen Holz hacken müssen. So. Das ist einiges. Das ist sogar weit mehr, schätze ich mal, als nötig. Es hat hier nichts zu suchen. Die Eier kommen in den Veggie-Bereich. Die Schere kommt wieder zurück. Das Zeug hier gehört rüber. Die Wolle immer noch brauchen. Okay, dann werden wir jetzt einfach noch mal ein paar Eichen fällen. Eiche, ich hau dich klein. Eiche, sorry, aber das muss sein. Eiche, kommst du nicht klar? Eiche, warum ist noch Holz da? Da oben versteckt sich auch noch einer drin. Natürlich weit hier. Da. Nicht dran. Pack ich erstmal hier die Eiche. So, die blöde Steinaxt ist weg. Wunderbar. Okay. Das zerfällt. Dann haben wir hier noch einen drin. Einen doppelten sogar. Und weg damit. So, das ist ja auch lustig hier. Das ist ja witzig. Ein Pärchenbaum. Blim, bim, bim, bim. So. Den müsst ihr jetzt erwischen. Der klemmt sich natürlich noch ein bisschen an diesen da dran, aber den hauen wir jetzt auch weg. Zack. Ich muss eigentlich noch eine ganze Menge mehr Eiche hacken. Ich habe jetzt überlegt, ich brauche ein paar Stickies, aber wenn ich so drüber nachdenke, brauche ich ja auch noch einiges an Türen. An diesen ganzen Notausgängen. Dafür brauche ich dieses Holz ja auch hier. Diese da. Ach, ich habe doch gerade Erde einstecken. Rein zufälliger Weiß. So. Wenn der so bleibt, finde ich das okay. Das ist auch irgendwie schön zugewachsen. Würde ich ganz gerne so lassen. Finde ich ja hübsch. Lass auch den Baum davor stehen, der das Ganze hier so ein bisschen eindingelt. Und den auf der anderen Seite weggehackt. Aber ich kann dir nochmal einen neu pflanzen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Notausgänge ich mittlerweile gemacht habe. Dass ich meinen Überblick errechnen könnte, wie viele Türen wir überhaupt brauchen. Na, du Kakun. Ja, ja. Hab Spaß. Muss ich mal überlegen. Gucken, ob ich sie alle zusammenkriege. Also, wir haben, da sind ja schon Türen drin, einen Notausgang, wenn der schon Türen hat, dann auf der anderen Seite des Berges. Das könnte schon der sein, wo wir uns gerade durch den Berg gehauen haben. Das wäre einmal. Dann haben wir den, der da irgendwo mitten in den Berg geht und in diese Halle landet. Das wäre dann zwei. Dann frage ich mich gerade, ob wir dann schon um die Ecke gehen oder ob dann noch einer kommt. Das wären drei, das sind vier.
wir mal so 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 könnten vielleicht reichen. Also, ja, wenn er 24. Weil es sind ja immer Doppeltüren. Vielleicht reichen auch 21. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, warum klüngelt das hier? Ich mag nicht, wenn das klüngelt. Das heißt, da steckt irgendwo dem Kerl noch einer quer drin. Möchte ich nicht. Da ist die Chance, bitteschön. Und da ist ich auch noch einer drin, bitteschön. So. Jetzt müsste er zerfallen. Und wir stehen mitten drin und warten darauf, weil wir hier nicht mehr rauskommen. Das ist jetzt leider unser Schicksal. Nein, das ist nicht. So. Klack, klack. Ein paar Setzlinge, ein paar viele. So, und dann geht auch schon die Folge zu Ende. Ja gut, dann gehen wir halt jetzt ins Bett. Machen wir halt nichts mehr heute. Das verhält sich, glaube ich, ganz gut. Knurrt mich an. Lassen Sie das bitte. Ich mag nicht, wenn Stein rausguckt. Schätzlich. Ich hab dich gesehen da vorne. Alter. Ich krieg irgendwie im Moment keinen Schwung rein. Das Kackschwert hat halt auch leider nur Schärfe, kein Rückstoß, gar nichts. Ich krieg meinen Anlauf nicht gebacken. So, im Wasser kannst du gerne planschen und kannst du auch gerne rum explodieren. So genau will ich das normalerweise haben. Hallo. Immerhin ist der Kollege mit Schärfe ruckzuck erledigt. So. Zu dieser entspannenden Musik werden wir dann jetzt noch ein bisschen unser weglegen. Ach, guck mal, da haben wir auch nochmal Eichenholz. Dann dürfte das ja reichen. So ein bisschen. Gut. Hier haben wir noch die Wolle. Die lege ich jetzt mal da dazu. Rohes Rindfleisch gehört jetzt natürlich gar nicht hierhin. Genauso wie die Äppel. Das hier gehört alles runter in der Keller. Das gehört rüber. Irgendwo ist jetzt wieder ein Zombie mies gelaunt. Das drückt doch die Stimmung, lass das doch. So. Zack, zack, die Monsterkiste. Und zack, zack, die Erdkiste. Sag mal. Ich höre da gerade was, was mich stutzen lässt. Dein Ernst, Kollege? Besuch aus dem Nether um diese Uhrzeit. Ich glaub's hackt. Da hätte ich überhaupt kein Verständnis für. Laufen wir hier die Zombies auf dem Dach rum. Plötzlich den Goldnugget gefunden. Hier jemand? Nein. Sind alle oben. Gut, ich versuche mal zu schlafen und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Und ja, dann geht's auch sehr bald voran. Bis dahin dann erstmal ein Tschüss. Ja, ein Tschüssi.